Gestern war Norbert Hofer in Nordtirol zu Gast. Auf dem Programm standen eine Pressekonferenz im traditionsreichen Hotel Goldener Adler in Innsbruck, ein Bürgermeisterempfang im Rathaus von Hall in Tirol, das aus dem 15. Jahrhundert stammt, sowie eine Abendveranstaltung vor über 700 begeisterten Gästen in Wörth. Die Großmutter meiner Frau, da hat sie noch den Keller mit der Hand selbst ausgegraben, während der Ehemann in der Arbeit war. Sie ist heute Mindestsicherungs-, also Ausgleichszulagenbezieherin. Drei Kinder, ein Leben lang gearbeitet, Ausgleichszulagenbezieherin. Sie bekommt also so viel wie jemand, der nach Österreich kommt, von Anfang an. Und hier will ich einfach mehr Gerechtigkeit. Und ich habe mich vorher... Ich habe vorher etwas gesagt, was mir ganz wichtig ist, ich möchte es nochmal unterstreichen. Ich will, dass wir ein weltoffenes Land sind. Ich will, dass wir Mitgefühl haben für andere Menschen, denen es wirklich schlecht geht. Dass wir helfen, das will ich. Und ich will, dass wir stolz sein können auf dieses Österreich, das wir gemeinsam in den nächsten Jahren positiv gestalten werden. Auf dem aufbauen, was gut funktioniert, und das besser machen, was derzeit nicht so gut funktioniert. Ja, also ich kämpfe und kämpfe und kämpfe und merke nur, das kommt positiv zurück und man kann viele Menschen begeistern, auch zu kämpfen. Und ich bin wild entschlossen, diese Wahl zu gewinnen. Ich war ja, wie Sie alle wissen, auch kurzzeitig im Nationalrat vertreten und da habe ich Herrn Hofer als Ehrenmann kennengelernt. Ich darf ihn noch einmal ganz herzlich begrüßen und ich freue mich, dass der dritte Nationalratspräsident bei uns zu Gast ist. Dankeschön. Ich möchte dort sichere Zonen, wo es Schulen gibt, wo Menschen, die dort Schutz suchen, auch eine Ausbildung bekommen, damit sie später die Fertigkeiten und Fähigkeiten haben, auch ihr eigenes Land wieder aufzubauen. Und genau dort, in diesen sicheren Zonen, sollte auch die Asylverfahren durchgehen.